Tim Knipping, die Saison geht los. Hätten Sie sich eher noch eine Woche mehr gewünscht oder sind Sie froh, dass es endlich beginnen kann gegen 60? Nee, ich freue mich natürlich riesig, dass es wieder losgeht. Ich glaube, jeder Fußballer will am Wochenende spielen. Und ja, Wettkampfspiele bzw. Ligaspiele ist natürlich das Schönste, was es gibt, wo man sich messen kann. Von daher freue ich mich, dass es jetzt endlich am Samstag losgeht. Mit 1860 kommt gleich ein sehr guter Gegner. Da gibt es ja zwei Stürmer, die möglicherweise in Frage kommen, die auf sie dann treffen. Marcel Bär, Torschützenkönig in der letzten Saison, oder eben Finn Lakenmacher. Mit wem rechnen Sie? Mit wem ich rechne, ist eigentlich egal. Ich werde sehen, wer dann am Wochenende aufläuft und den versuche ich natürlich aus dem Spiel zu nehmen. Also unabhängig davon, wer spielen wird, sind natürlich beides gute Spieler, aber man möchte sich immer mit den besten Spielern messen. Von daher freue ich mich auf jeden Fall auf die Begegnung. Das letzte Erlebnis, das Sie im Stadion hatten, war dieses 0:2 gegen Kaiserslautern, der damit verbundene Abstieg, die negativen Emotionen aus Block K. Mit welchem Gefühl gehen Sie diesmal in Ihre Heimat? Haben mit positiven Emotionen, definitiv. Man kann es natürlich auch verstehen. Ich glaube, wir haben einfach gerade in der Rückrunde natürlich einfach nicht gut gespielt und nicht geliefert. Und dass der Unmut dann irgendwann auch groß wird und dann auch mal raus muss, ist glaube ich, auch menschlich. Das sind einfach die Fans, die ja, mit ihrem kompletten Herz und mit der kompletten Seele hinter dem Verein stehen. Und dann ist das natürlich auch was ganz Normales. Aber wie wir dann jetzt auch in der Vorbereitung dann empfangen worden sind, glaube auch gerade die neuen Spieler, mit welchen positiven Gefühlen und auch natürlich auch mit dem Spiel gegen Borussia Dortmund, hat man dann schon gesehen, dass es auch wieder in die richtige Richtung geht. Und jetzt liegt es an uns, einfach auf dem Platz dann was zu zeigen und die Menschen dann wieder auf unsere Seite zu ziehen und ja, ein bisschen dann auch wieder eine Euphorie zu starten. Sie haben viele Vereine gesehen, sind in Kassel geboren, da war Gladbach, da war Sandhausen, da war Regensburg. Wenn Sie das mal mit Dynamo Dresden vergleichen, was macht diesen Verein so besonders? Schwierig zu vergleichen. Also das, was ich wirklich hier erlebe, ist einzigartig. Wie die Menschen in der Stadt diesen Verein leben, ist unfassbar. Man wird auf der Straße angesprochen, Leute möchten mit einem Fotos. Für mich ist das eine Riesenehre, weil ich letztendlich einfach nur gegen eine Kugel kicke. Aber es macht mich natürlich dann auch stolz, dass man mit kleinen Gesten oder Unterschriften die Menschen glücklich machen kann. Und wie gesagt, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und für mich ist eine große Ehre, für Dynamo auflaufen zu dürfen. Das eine ist sehr schön. Damit verbunden ist natürlich auch immer eine riesige Erwartungshaltung. Dynamo Dresden sieht sich ja zumindest die Fans am besten in der ersten Bundesliga. Jetzt ist es die dritte Liga. Der Aufstieg in die zweite wird letztlich von der Mannschaft erwartet. Wie gehen Sie damit um? Ja, ist ja ganz normal. Ich glaube, jeder Mensch hat auch eine Erwartung an sich selbst. Also ich möchte auch immer, das Bestmögliche aus mir herausholen. Und der Verein Dynamo Dresden gehört natürlich von den ganzen Bedingungen, vom Umfeld. Ich glaube, wenn man das Trainingszentrum sieht, das Stadion, die Fans, gehört der Verein natürlich nicht in die dritte Liga. Aber da sind auch andere sehr, sehr gute Vereine in dieser Liga, wie zum Beispiel jetzt unser kommender Gegner, der schon seit ein paar Jahren in dieser Liga verweilt. Und daran sieht man natürlich, dass es auch kein Selbstläufer ist, wieder aufzusteigen, dass das nicht einfach ist. Da sind viele große Vereine, die auch jetzt Ambitionen haben und das Ziel haben, aufzusteigen. Von daher wird das eine sehr, sehr lange, eine sehr, sehr schwierige Saison. Aber wir wollen natürlich alles versuchen, was in unserer Macht steht, dafür zu tun, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Eine Saison, in der Sie Kapitän sind. Das ist eine Rolle, die schön ist und die auf der anderen Seite auch viel Verantwortung mit sich bringt. Wie wollen Sie die konkret ausfüllen? Ja, ist natürlich eine besondere Verantwortung. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon öfters angesprochen. Für mich ist es eine große Ehre, für Dynamo Dresden die Binde tragen zu dürfen, die Jungs aufs Feld führen zu dürfen. Du hast angesprochen, es ist eine große Verantwortung, aber das lege ich mir auch selbst auf. Das ist mein Anspruch. Ich möchte vorangehen. Ich bin vom Typ her so. Ich habe, wie gesagt, schon einiges in meinem Leben gesehen und auch durchgemacht. Und das versuche ich natürlich gerade an die jungen Spieler dann auch weiterzugeben, welche Bedingungen wir haben, welche Möglichkeiten wir haben, was es überhaupt für ein Privileg ist, Fußball spielen zu dürfen und gesund zu sein. Und ich glaube, wenn die Jungs das verinnerlichen und das auch wertschätzen und einfach mit Spaß und mit dieser gewissen Gier auf den Platz gehen, dann glaube ich, dass das eine sehr, sehr gute Saison werden kann. Letzte Frage. Deutschland diskutiert über die Temperaturen. Was wünschen Sie sich? 35, 30, 25 Grad?
naja, es muss jetzt nicht unbedingt 35 Grad sein, das ist natürlich schon sehr, sehr warm, so wie es die letzten Tage war. Heute ist, glaube ich, ganz angenehm, aber letztendlich ist es egal, wie viel Grad es ist, ob es jetzt 10 Grad ist, ob es 30, 40 Grad ist, das ist unser Job. Wir wollen Fußball spielen und das macht bei jedem Wetter Spaß. Von daher lassen wir überraschen, wie am Samstag dann das Wetter werden wird. Tim Knipping, vielen Dank.